Was geht ab, Leute? Ein neuer Tag, ein neues Video. In diesem Video geht es um Kommunikationssystem. Ich werde euch zeigen, wie PackTagBot von Cardo ausschaut. Ich bin der Alex von Road Calls Me und das hier ist der Goofy. Allein wenn man die Verpackung in der Hand hat, hat man das Gefühl, dass das gute Teil sehr hochwertig ist. Cardo präsentiert hier ein Dynamic Mesh Communication. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich vergleiche es gern mit Bluetooth Connection. Bei herkömmlichen Bluetooth System könnte man eine Gruppe erstellen innerhalb von 1,5 Kilometer so ungefähr und es konnektiert Gerätschaften untereinander, wo alle Mitglieder dieser Gruppe miteinander kommunizieren könnten. Bei Mesh Communication entsteht eine Netzverbindung zwischen alle Mitglieder dieser Gruppe. Was bringt mir das? Der springende Punkt ist, dass diese Gruppe kann sich dehnen, wenn Fahrer 1 die Gruppe verlässt, diese Kommunikation Mesh, diese Verbindung unterbricht nicht. Und noch dazu, wenn Fahrer 1 nochmal dazukommt, kommt in diese Gruppe automatisch, wird automatisch konnektiert und kommt automatisch in Verbindung. Im zweiten Punkt steht, dass das Gerät eine natürliche Sprachfunktion hat. Das kennt man von Handys sowie Siri, Google, die Sprachassistenten. Das heißt, ich brauche keinen Knopf drücken. Ich muss nur sagen, hey Cardo, spiel mir Musik. Oder Herr Cardo Radio einschalten oder Herr Cardo Musik ausschalten. Das Ganze funktioniert mit einem Sprachbefehl. Der dritte Punkt, der für mich als Allwetterfahrer Gold wert ist, ist, dass das Gerät wasserdicht ist. Der ist ein Standard IP67 Wasserdichtigkeit. Das heißt, ein Regenfahrt ist Kinderspiel. Auch wenn irgendwann mal aus Versehen das Gerät irgendwo ins Wasser fällt, wird nicht kaputt gehen. Die Reichweite ist 1,6 Kilometer. Natürlich, je nach Wetter, je nach Wegführung kann sich verändern. Der nächste Punkt ist universelle Kompatibilität. Das heißt, es ist egal, aus welcher Firma dein Kumpel sein Gerät hat. Cardo kann sich mit unterschiedlichen Gerätschaften von unterschiedlichen Firmen verbinden. Da steht, dass das Gerät 13 Stunden Gesprächszeit hat. Ich meine, ich fahre schon lang, aber nicht mehr 13 Stunden. Aber das ist immer noch gut zu haben. In einer Gruppe können sich bis 15 Fahrer verbinden. Das Gerät hat ein FM-Radio, was ich sehr gern benutze. Der PackTag kann sich mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Das heißt, einmal verbinde ich mit meinem Handy, höre ich Musik oder telefoniere ich. Und einmal verbinde ich mit meinem Navi-Gerät. Und dadurch kann ich die Anweisungen von Navi hören. Ein absoluter Highlight ist das hier, Sound by JBL. Cardo präsentiert seine Kooperation mit JBL. JBL ist schon bekannt für Lautsprecher und Soundqualität und Ton und Bass und alles Mögliche. Ich bin sehr gespannt, was diese 40 mm große Lautsprecher von JBL klingen werden. Jetzt lass uns das Gerät auspacken und schauen, was da alles drin ist. Weil ich zwei Helme habe, ich benötige ein zweites Kit, sogenannte Anbauteile. Im Grunde genommen, da sind alle Anbauteile drin, was man in der Originalverpackung hat.
Das ist ein universelle Kompatibilität. Leute, ein neuer Tag, ein neues Video. In diesem Video.